Hallo Freunde, am Sonntag, den 12.06. startet auch für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Ernst des Lebens. Es geht nämlich im ersten Gruppenspiel gegen die Ukraine. Und in diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, auf welche Spieler wir bei der Ukraine besonders achten müssen, wie wird die Ukraine so taktisch spielen und wie sind sie durch die Qualifikation so gekommen. Die Stars der ukrainischen Mannschaft sind sicherlich Jevgeny Konopilanka und Andrei Jamolenko. Zusammen bilden die beiden eine kongeniale Flügelzange. Konopilanka spielt bei FC Sevilla im linken Mittelfeld. Dort hat er in der spanischen Liga 4 Tore geschossen und 7 Tore vorbereitet. Jamolenko spielt bei Dynamo Kiew im rechten Mittelfeld und hat dort in der Saison 13 Tore geschossen und 10 vorbereitet. Wenn jemand bei den defensiv eingestellten Ukrainern trifft, dann wohl einer von den beiden. Oder beide gleich zusammen. Weitere nennenswerte Spieler der Ukraine sind noch Rakitski, der in der Innenverteidigung spielt, und Gamasch, der im zentralen Mittelfeld spielt, manchmal auch ein bisschen offensiver dort in das Spiel stören soll oder auch ein bisschen zurückgezogen im defensiven Mittelfeld. Aber das sind eigentlich die beiden Spieler, die man hier noch nennen kann. Ja, die restlichen ukrainischen Spieler sind weitgehend unbekannt und besitzen ehrlich gesagt nicht die nötige Klasse für eine Europameisterschaft. Die Ukraine kommt als qualifizierter Gruppendritter zur Europameisterschaft. Dort hatte man eine Gruppe erwischt mit Spanien und der Slowakei. Und besonders auffällig dabei ist, dass die Ukraine in diesen 10 Spielen insgesamt nur 4 Gegentore kassiert haben. Ja, was der Mannschaft fehlt, ist ein erfolgreicher Stürmer, der so ein bisschen die Last von Jamolenko und Konopilanka abnehmen kann. Dafür kann der Trainer Fomenko auf eine formstarke Elf zurückgreifen. Die Freundschaftsspiele im Jahr 2016 konnte die Ukraine allesamt gewinnen. Hier muss man natürlich aber auch erwähnen, dass es sich um Spiele gegen Wales, Zypern oder Rumänien handelt. Schauen wir uns einmal die taktische Formation der Ukraine an. Die Ukraine tritt meist in einem 4-2-3-1-System auf, was bei gegnerischem Ballbesitz natürlich zu einem 4-4-2 wird. Die beiden Außenspieler arbeiten auch fleißig nach hinten mit, sodass wirklich ein defensiv stabiles Konstrukt entsteht. Und das hat man ja eher selten, dass so gute Offensivspieler wirklich nach hinten mitarbeiten und ihrer Mannschaft helfen. Die beiden tun das auf jeden Fall, ohne an Torgefährlichkeit zu verlieren. Bei eigenem Ballbesitz wird das Ganze sehr schnell zu einem 4-2-3-1. Man versucht das Spiel dann in die Breite zu ziehen und über die beiden Flügelstürmer schnell zu kontern. Und hierbei kommt zu tragen, dass man noch keinen richtigen Mittelstürmer gefunden hat. Also das zieht sich so ein bisschen bei der Ukraine durch die gesamte Zeit hindurch. Man hat diverse Stürmer ausprobiert, zuletzt Krawitz von Stuttgart, der natürlich auch nicht mit einer breiten Brust zur Ukraine angereist ist, aber der hat wenigstens in ein paar Testspielen getroffen. Allerdings war wohl seine letzte Form nicht ausreichend genug. Der Trainer hat ihn zu Hause gelassen und ihn nicht in den 23er Kader berufen. Ja, eine andere Alternative für die Mittelstürmerposition hat sich bislang nicht wirklich hervorgetan. Der erfahrenste Kandidat ist sicherlich Selesnyov, der auf immerhin 49 Länderspiele für die Ukraine kommt. Ein weiterer Stürmer steht im Kader mit Butkiski, der ist unglaubliche 1,96 Meter groß, was selbst für einen Mittelstürmer sehr groß ist. Der wird sich natürlich eignen, auch wie Krawitz die Bälle vorne festzumachen und zu verteilen. Allerdings muss man hier auch sagen, er hat bislang noch nicht einmal für die Ukraine getroffen. Cecilia ist ein eher kleiner und wendiger Mittelstürmer und der könnte insbesondere im Spiel gegen Deutschland die richtige Wahl sein. Wenn wir uns mal erinnern, die deutschen Verteidiger sind eher groß und schwer und da kann so ein kleiner, quirliger Spieler eigentlich viel gegen ausrichten und er kann die deutsche Abwehr vor Probleme stellen. Das wird allerdings dazu führen, dass sich die Ukraine, wenn sie denn hinten drin steht, sich nicht mit langen Bällen nach vorne befreien wird können, sondern sich eher spielerisch nach vorne kombinieren müsste. Das heißt, man müsste auf lange Bälle verzichten, da ist ja keiner, der die vorne festmachen kann, sondern man muss wirklich mit einem schnellen Kurzpassspiel sich nach vorne kombinieren, um so vor das deutsche Tor zu kommen. Dennoch halte ich ihn für die wahrscheinlichste Wahl. Was erwartet ihr für ein Spiel bei Deutschland gegen die Ukraine? Wird Deutschland das Spiel dominieren oder kann die Ukraine Nadelstiche setzen? Lasst mich eure Meinung in den Kommentaren wissen. Leute, bleibt am Ball, macht's gut, euer Sören. Ciao!